Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Ich glaube, im letzten Part ist gar nicht wirklich viel passiert. Wir haben gegen ganz, ganz viele Trainer gekämpft. Und nun sind wir auf dem Weg Richtung Schleierde. Dafür müssen wir Route 215 hinter uns lassen. Und hier ist nicht gerade das beste Wetter, wie es scheint. Aber ich mag das. Ich finde das schön, wenn auch manchmal so ein bisschen, ja, das Wetter sich einfach verändert und nicht überall die Sonne scheint. Das ist für mich einfach realistischer und schön abwechslungsreich. Hi. Du bist ein Schatzsucher, das ist schön. Hast dir aber einen blöden Platz ausgesucht bei dem Wetter hier. Oh nö, ich hasse Bronzel. Aber ich überlege gerade, wir haben im letzten Part wirklich nicht viel gemacht. Ich glaube, ich habe den Turm der Runen dann abgeschlossen und habe mich dann eben auf den Weg nach Schleierde gemacht. Ich glaube, mir ist gar nicht so passiert. Ich habe nebenbei ein bisschen über meine Kindheit geredet, über die ganzen schönen Pokémon-Sachen. Ich glaube, ich könnte euch noch stundenlang was über meine Kindheit erzählen, was Pokémon betrifft. Also, ich erinnere mich da auch ehrlich gesagt gerne dran. Das war nämlich eine verdammt schöne Zeit. Und ich vermute, auch die meisten von euch spielen selbst Pokémon oder haben zumindest mal gespielt. Weil im Grunde genommen alle, die zwischen, ich sag mal, 1990 und 2000 geboren sind, die sind mit Pokémon groß geworden, mit dem ganzen Hype. Da ist es ziemlich unausweichlich gewesen. Aber es gibt mit Sicherheit auch Ausnahmen. Aber ich würde wirklich vermuten, die meisten von euch sind mit Pokémon groß geworden. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, als ich meine allererste Edition bekommen habe. Oh, ich war so glücklich. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber ich war unglaublich aufgeregt damals. Man muss bedenken, alles fing dann mit Pokémon Rot und Blau an. Die sind, ich glaube, im Oktober 1996, wenn ich mich recht erinnere, in Japan erschienen. Und damals wusste ja noch überhaupt keiner, naja, was das für einen Hype auslösen würde. Das waren ganz normale Spiele. Du willst nicht kämpfen, oder? Nein. Und dass da irgendwann mal eine Serie kommen würde, die ganzen Fanartikel und mehr Editionen, yay, dankeschön, das wussten die noch gar nicht. Die haben einfach die beiden Editionen gemacht, auf gut Glück, und wollten dann schauen. Und daraus hat sich so viel entwickelt bis heute, was gar nicht so geplant war ursprünglich. Das ist schon echt der Wahnsinn. Und dadurch, dass die eben nicht wussten, dass das so ein riesiger Erfolg werden würde, sind die beiden Editionen auch erst sehr viel später zu uns gekommen. Die sind 1998 in Amerika erschienen und 1999 erst hier. Also 3 Jahre später. Das ist schon ein ganz schöner Abstand, also das ist heutzutage undenkbar. Ich meine, klar, es war bislang immer ein gewisser Abstand. Ich weiß nicht, halbes Jahr oder Jahr, ich habe keine Ahnung. Aber dann sind die Editionen eben auch hier erschienen. Ich meine, gut, mit Pokémon X und Y wird sich das ändern. Die erscheinen ja aller Zeit gleich. Überall in der Welt. Aber früher oder bislang war ja immer ein gewisser Abstand dazwischen. Und ganz am Anfang lagen da eben 3 Jahre zwischen. Einfach, weil die ja noch nicht wissen konnten, dass das ein Erfolg wird. Deswegen, ich glaube, das war noch nicht mal geplant, dass die Editionen bei uns auch rauskommen. Das war dann erst nachträglich so. Auf jeden Fall habe ich mit Pokémon Rot angefangen. Allerdings auch erst 2000. Also ich habe Rot erst im August 2000 bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob zum Geburtstag oder zur Einschulung. Das kann ich euch nicht genau sagen. Ich hatte am 14. August Geburtstag und am 15. August bin ich eingeschult worden. Also es ist recht egal. Aber ich habe auf jeden Fall Pokémon Rot bekommen und war total glücklich damit. Meine Cousine ist 1 Jahr früher eingeschult worden und hat ihre Edition dann auch 2000 bekommen. Allerdings hat sie direkt Pokémon Gelb bekommen. Das erschien, glaube ich, auch echt erst ein paar Tage vorher, also im Juni 2000, und sie hat es dann direkt bekommen. War auch voll stolz darauf. Und ja, ich habe Pokémon Gelb, ich bin so toll. Ja, nur war sie viel zu blöd, dieses Spiel zu spielen, denn sie kam noch nicht mal aus ihrem eigenen Zimmer raus.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ihr Zimmer war oder das Erdgeschoss. Auf jeden Fall konnte sie ihr Haus nicht verlassen, weil sie das irgendwie nicht hinbekommen hat. Ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Ich weiß es bis heute nicht, aber sie kam aus ihrem Haus nicht raus im Pokémon Gelb. Das heißt, sie hat noch nicht mal ihr erstes Pokémon gehabt und hat das Spiel dann, glaube ich, auch 3 Monate oder so nicht mehr angerührt, weil sie total wütend war und das Spiel war ja total scheiße und total blöd. Dass sie einfach zu dämlich war, das kam natürlich nicht in Frage. Irgendwann hat sie es dann weitergespielt, aber allerdings nur bis zum 4. oder 5. Orden, weil nach Safronia City kam sie irgendwie auch nicht. Ich meine gut, ich habe damals auch, glaube ich, 2 Tage gebraucht, um herauszufinden, wie ich nach Safronia City komme. Aber sie hat es auch 2 Wochen lang nicht herausgefunden und dann hat sie das Spiel nie wieder angerührt. Naja, also meine Cousine ist definitiv keine Gamerin. Sie hat irgendwann noch mal Pokémon Gold gespielt, ist da aber auch nicht wirklich mit klargekommen, weil sie bis heute nicht verstanden hat, dass Pokémon irgendwie verschiedene Typen haben und so weiter. Und dass man vielleicht mit mehr als einem Pokémon durch die Gegend laufen sollte. Aber naja, auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß mit Pokémon Rot. Ich bin auch gut damit klargekommen. Ich konnte ja noch nicht lesen, deswegen musste meine Mutter mir alles vorlesen und sie hat mir echt den Text von jedem Trainer vorgelesen. Jede Attacke, alles. Und so wurde ich dann langsam an das Spiel rangeführt. Klar, ich habe nicht alles verstanden. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man VM-Attacken auch im Kampf einsetzen konnte. Das habe ich zufällig herausgefunden, als ich eigentlich Schlafpuder einsetzen wollte und auf Zerschneider gedrückt habe, weil ich konnte noch nicht lesen. Und Schlafpuder, Zerschneider, S und Z kann man sich als Kind vielleicht mal vertun. Auf jeden Fall habe ich mich ziemlich gewundert, dass das auch ging. Das sind so Kleinigkeiten, also ich habe dann nach und nach alles rausgefunden, auch mit den verschiedenen Typen und so weiter, das wusste ich ja alles noch gar nicht, das kam mit der Zeit. Und meine Mutter wurde dann eben auch so ein bisschen infiziert und hat dann auch angefangen Pokémon zu spielen. Sie spielt bis heute Pokémon, also das letzte, was sie gespielt hat, war Pokémon Weiß 2 und sie wird garantiert auch X und Y spielen. Also sie hat wirklich alles gespielt mit mir zusammen. Und dann kam ja irgendwann Gold und Silber, sogar im gleichen Jahr. Denn dadurch, dass Rot und Blau so spät rausgekommen sind bei uns, war der Abstand zu Gold und Silber wirklich sehr gering. Die kamen Ende 2000 hier raus, da hatte ich Rot gerade durch. Und Gold habe ich damals auch alleine gespielt. Ich habe mich noch ein bisschen schwer getan mit dem Lesen, weil ich ja gerade in der ersten Klasse war. Und teilweise brauchte ich auch noch ein bisschen Hilfe von meinen Eltern. Aber ich habe es hinbekommen, wenn ich auch ein bisschen länger gebraucht habe. Und ich muss sagen, ich war einfach unglaublich geflasht von diesem Spiel. Das war nur einfach wow. Denn der Schritt zwischen Rot, Blau und Gelb und Gold, Silber, Kristall ist riesig. Die Grafik ist komplett anders, also nicht komplett anders, aber wesentlich besser. Mehr Pokémon, 16 Orden, Beeren, man konnte Pokémon züchten und so weiter. Also es gab echt viele Neuerungen. Und ist hier noch irgendwo ein Trainer? Und das war einfach der Wahnsinn für mich, ganz ehrlich. Ich fand das so toll. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Johto bis heute so liebe. Es gibt viele Sachen, die man an Johto aussetzen kann. Zum Beispiel die Levelkurve. Und ihr seid ziemlich stark, deswegen sichere ich mal eben. Ja, ich weiß, es gibt einige Sachen, die bei Johto vielleicht ein bisschen stören. Aber ich glaube einfach, wegen dieser Erfahrung, die ich in der Kindheit gemacht habe mit diesen Editionen, mag ich die Editionen heute noch so gerne. Denn ihr müsst wissen, wenn man als Kind wirklich sehr positive oder negative Erfahrungen macht, dann bleibt das so ein bisschen hängen, das prägt einen. Und ich war damals so geflasht von Gold und Silber, dass ich die Edition heute noch liebe, glaube ich. Und es war einfach grandios. Hinzu kam einfach, ich habe die Karten gesammelt. Ich habe im Kindergarten von meiner besten Freundin eine Bisasam-Karte bekommen und noch ein paar andere. Bin zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, ich möchte die auch sammeln. Wir haben dann so ein paar Booster gekauft und Starterdecks und haben dann auch so ein bisschen gelernt, damit zu spielen. Aber ich fand das Sammeln immer viel, viel interessanter. Aua! Ah, das tut weh. Und es ist einfach so viel zusammengekommen. Also wir haben teilweise ganze Kartons gekauft mit Karten, wenn eine neue Serie rauskam. Jeder hat dann abwechselnd einen Booster aufgemacht und dann haben wir die alle auf den Tisch gelegt, doppelte übereinander. Das war so toll. Ich fand das mal so schön. Und ich glaube, von der ersten Generation Pokémon und der zweiten habe ich wirklich alle Karten, die es gibt. Inklusive zahlreiche Promokarten, wie zum Beispiel das Mew aus dem zweiten Pokémon-Film. Und
tausend andere besondere Promokarten. Die habe ich alle. Also wer mein Weihnachtsspecial Teil 2 gesehen hat, der könnte sich daran erinnern. Da habt ihr die Karten alle mal so gesehen, zumindest die ganzen Ordner. Das ist schon verdammt viel. Also ich würde echt sagen, ich habe hier 3.000, 4.000, 5.000 Pokémon-Karten noch rumliegen. Und dann gab es hier auch diese Sticker. Vielleicht wisst ihr noch, es gab früher dieses rote Sammelkartenheftchen mit Ash und Pikachu vorne drauf und da konnte man dann eben Sticker sammeln. Ja, ich hatte das Heft auch letztendlich voll. Genau wie das von Johto. Da gab es ja auch noch eins. Also das habe ich so geliebt. Hinzu kam, dass meine Oma in einem Kiosk gearbeitet hat. Deswegen habe ich die Sticker auch mal bekommen. Und ja, war wahnsinnig stolz, als ich das dann voll hatte. Ja, die Pokémon-Plüschtiere habe ich gesammelt wie nichts. Mein erstes Plüschtier war Pikachu. Das sitzt heute noch auf meinem Nachttisch. Das habe ich mir gekauft von meinem Taschengeld, als ich 5 Jahre alt war. Dementsprechend ist Pikachu jetzt auch schon 14, knapp 15 Jahre alt. Ich habe Pikachu immer überall mit hingenommen. In jeden Zoo, in jeden Freizeitpark. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, auf jede Klassenfahrt, überall mit hin. Ich habe sogar neben mich ins Auto gesetzt und angeschnallt. Also, Pikachu war echt schon überall. Und ich möchte es auch nicht hergeben. Das ist so eine schöne Erinnerung an meine Kindheit. Und ansonsten, meine ersten Plüschtiere, abgesehen von Pikachu, ouch, waren Shiggy, Evoli und Glurak. Das weiß ich noch. Und dann kamen noch tausend andere Plüschtiere dazu. Dann habe ich noch die Pokémon-Figuren gesammelt. Habt ihr im Weihnachtsspecial vielleicht auch gesehen. Da sind auch verdammt viele zusammengekommen. Ich bin auch immer zusammen mit meinem Papa auf Flohmärkte gefahren. Wo wir dann nach Karten geguckt haben, nach Figuren, nach Plüschtieren, nach einfach allem. Da bin ich sogar extra samstags morgens früh aufgestanden für, so wichtig war mir das. Das war schon immer echt lustig. Ja, und der Anime natürlich, den habe ich auch gesuchtet. Ich habe alle Folgen, die Kanto und die Orange-Inseln betreffen, auf Video gehabt und habe bestimmt jede Folge 10-mal gesehen, ungelogen. Und ansonsten habe ich bis einschließlich Staffel 10 alles gesehen. Und Pokémon-Filme bis einschließlich 11 habe ich alle gesehen. Wobei ich die ersten 3 sogar im Kino gesehen habe damals. Ja, damals lief Pokémon noch im Kino. Das waren noch schöne Zeiten. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte eine richtig schöne Kindheit mit Pokémon. Ich finde einfach, der Anime hat einem so viel vermittelt. Freundschaft und Zusammenhalt. Ich meine, wenn ich mir den Anime heute angucke, okay, Ash ist ein Trottel und Ash wird niemals Pokémon-Meister werden. Aber als Kind hat mir dieser Anime wirklich sehr, sehr viele positive Werte vermittelt und es hat einfach Spaß gemacht, die Karten zu sammeln, die Sticker zu sammeln, den Anime zu gucken, Pokémon zu spielen, mit Freunden draußen rumzulaufen und so zu tun, als wäre man Pokémon-Trainer. Ich hatte eine echt schöne Kindheit. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich damit aufgewachsen bin und nicht mit so Serien wie SpongeBob oder so. Also versteht mich nicht falsch, es ist vielleicht lustig, aber Pokémon fände ich dann doch ein bisschen schöner. Und ich muss auch wirklich sagen, irgendwann hat es einfach nachgelassen. Immer weniger Leute haben Pokémon gespielt, weil es ja uncool war. Und ja, das war immer ein bisschen schade, fand ich, dass ich dann quasi für mich alleine Pokémon spielen musste. Und deswegen ist es wahnsinnig toll für mich, jetzt Let's Playerin zu sein, denn hier gibt es so viele Leute, die das genauso sehen wie ich. Also alleine, wenn ich eure Kommentare und PNs lese, ihr seid genauso große Suchtis wie ich. Oh, das könnte wehtun. Und wow. Ich betrachte euch auch nicht irgendwie als Fremde oder so, sondern ich würde wirklich sagen, die meisten von euch kann ich schon Freunde nennen, so oft, wie wir miteinander schreiben und uns austauschen per Kommentare. Deswegen ist es so toll, dass ich so viele Leute gefunden habe, die sich auch dafür interessieren. Teilweise im Real Life redet man auch manchmal bei Pokémon, von wegen, ah, wisst ihr noch früher? Und dann kommen so Sachen wie, ja, dieses eine Pokémon da, dieses blaue, das aussieht wie eine Schildkröte, wie hieß das nochmal? Und dann stehe ich da immer so, okay Svenja, halt einfach die Klappe, halt einfach dein ganzes Pokémon-Wissen zurück. Das ist ein bisschen deprimierend,
Und hier kann ich einfach erzählen, was ich will, hier kann ich sein, wie ich will und es wird niemanden geben, der das irgendwie peinlich findet oder so, sondern ihr denkt da genauso drüber und das ist schön. Und es wird immer Leute geben, die sagen werden, nö, Pokémon ist voll kindisch, genau wie Kirby und Zelda und so weiter. Und ja, ihr müsst Horrorspiele spielen und Ego-Shooter. Könnt ihr gerne tun, aber ich finde die meisten Nintendo-Spiele wie Pokémon, Zelda, Kirby, Mario, whatever, die sind wesentlich tiefgründiger und erwachsener als solche Ego-Shooter oder Horrorspiele. Das ist nichts gegen Ego-Shooter oder Horrorspiele, da gibt es mit Sicherheit auch ein paar schöne. Aber ich bin der Meinung, man ist nie zu alt für Nintendo-Spiele. Und wir sind endlich Entschleierte. Und wenn ihr mal jemandem begegnet, der meint, ja, Pokémon ist voll kindisch oder Zelda ist voll kindisch, dann tut mir den Gefallen, nehmt euren DS, euren Advance, eure Wii, euren GameCube, was auch immer, und klatscht das der Person voll ins Gesicht, denn das ist vollkommener Schwachsinn. Für Pokémon ist man nie zu alt. Meine Meinung. Und ich habe jetzt ziemlich lange, glaube ich, über meine Kindheit geredet. Das tut mir schon fast leid, aber nur fast. Aber manchmal muss ich das auch so ein bisschen loswerden. Vor allen Dingen dieses von wegen Pokémon ist kindisch. Das stimmt nämlich gar nicht. Ich werde auch in 20 Jahren noch Pokémon spielen. Aber ich glaube, das reicht erstmal von mir und meiner Kindheit. Ihr könnt gerne auch ein bisschen was in die Kommentare schreiben zu dem Thema, wenn euch da was zu einfällt. Würde mich auch mal interessieren. Wobei ich der Meinung bin, dass die meisten von euch das wahrscheinlich ähnlich sehen werden wie ich. So, und jetzt erforschen wir Schleierde ein bisschen. Wenn ich schon den ganzen Weg hierhin nur gequatscht habe über irgendwelche Themen, die nicht wirklich was mit dem Spielgeschehen zu tun haben. Hi! Hey du, ja du! Du befindest dich auf dem Gelände von Team Galactic. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Och Manno! Was ich übrigens toll finde, das da vorne rechts ist das Kaufhaus und ich finde diese Ballons, sag ich mal, auf dem Dach, ich finde die total niedlich. Das mag ich. Okay, wir schauen uns ein bisschen in Schleierde um. Hier haben wir das Pokémon Center, da waren wir ja gerade. Wohnhäuser. Und hier ist das Schleierde Kaufhaus. Was ich rein optisch, wie gesagt, sehr, sehr schön finde. Ich mag die Farben. Wir gehen auch mal einmal rein. Kann ja nicht schaden. Ist verdammt groß. Wir fahren mal nach oben. Was gibt's denn hier so? Ja, nimm ich, klar. Warum nicht? Ich kann zwar selber zählen, aber was man hat, das hat man. Ich kann bis 9999 zählen. Das kriege ich gerade so noch alleine hin. Ah, ihr habt Drogen. Alles klar. Du hast wahrscheinlich X-Treffer und sowas. Dann fahren wir nochmal eine Etage hoch. Ich weiß nicht genau, was es hier so gibt. Feuersturm, Donner, Blizzard, Solarstrahl, Fokusstoß, Hyperstrahl. Feuersturm ist schwachsinnig, ich habe kein Feuer-Pokémon. Donner ist speziell, was vielleicht bei Luxtra auch nicht so toll ist. Blizzard, ich habe kein Eis-Pokémon. Ansonsten, ich könnte es vielleicht Nils oder so beibringen, aber naja, Solarstrahl, ich habe kein Pflanzen-Pokémon. Fokusstoß, also, naja. Hätte bei mir im Team alles nicht wirklich Stab. Jo. Also wir brauchen, glaube ich, nichts davon. Außerdem gehen mir so Attacken wie Blizzard immer viel zu oft daneben. Was hast du hier so im Angebot? Ah, das sind Ausrüstungssachen für die Geheimbasis. Warum auch immer ich mir ein Spülbecken kaufen möchte. Als Deko. So attraktiv finde ich so ein Spülbecken jetzt auch nicht, aber gut. Was empfehlen Sie? Das gelbe Kissen ist besonders ausgewogen, sowohl fest als auch weich. Hier haben wir Getränkeautomaten, okay, aber ich habe ja Kumo-Milch. Und ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel. Alles klar. Hi. In welches Stockwerk möchte ich? Ich möchte ins Untergeschoss einmal fahren, da waren wir nämlich noch nicht. Und wenn, dann möchte ich mir auch alles angucken. Erntefrisches und Nahrung. Jetzt mit besonderen Angeboten. Yay, Schnäppchen! Wow. Nahrung und Erntefrisches. Okay,
Dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. So viel Zeit muss sein. Ach so. Das ist jetzt nur Info hier. Auch ein Scheißjob, die ganze Zeit da zu stehen und freundlich zu gucken. Hier gibt es Beeren, die ich aber nicht unbedingt brauche, zumindest jetzt nicht. Was hast du im Angebot? Oh, du hast Knospe. Nee, danke. Die kann ich mir auch selber machen, wenn ich möchte. Was haben wir hier noch so? Hallo, potenzieller Käufer. Interesse an Lavakeksen? Wir kaufen mal einen. Ich weiß gar nicht, was Lavakekse so machen. Ich muss mal eben schauen, welche das waren. Also quasi wie Hyperheiler. Dann kaufe ich mir noch ein paar mehr. Weil die sind wesentlich günstiger als Hyperheiler. Und die heilen bestimmt auch Verwirrung. Das ist sehr praktisch. Da stand ja auch Spezialität aus Bad Lavastadt. Das finde ich auch schön. Hallo, unsere Wutkekse. Die sind leider alle ausverkauft. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Oh nein, jetzt wollte ich doch Wutkekse haben. Mensch, aber die Lavakekse sind echt praktisch. Okay, da können wir, glaube ich, normale Items kaufen, also Tränke und so weiter. Werde ich vielleicht demnächst auch mal machen. So, nach unserer kleinen Shoppingtour geht es hier weiter. Auf dieser Seite der Stadt. Was haben wir hier? Schleierde Team Galaktik Gebäude. Wir träumen vom Universum. Ja, sieht doch überhaupt nicht verdächtig aus, so mit den Stacheln links und rechts und dieser gigantischen Antenne hier. Wir können ja mal reingehen. Die freuen sich bestimmt, uns zu sehen. Hi. Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Ach Mensch. Team Galaktik forscht hier Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen. Okay. Wir, Team Galaktik, werden alles nehmen, was wir nehmen können. Und wir interessieren uns nicht für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie. Alles klar. So, hier können wir leider gerade nicht weiter. Wie bedauerlich. Willkommen, dies ist das Team Galaktik dies ist das Schleierde Team Galaktik Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Ja, das Team Galaktik Gebäude. Nicht etwa das Hauptquartier. Nein, niemals. So. Und dann können wir hier unten noch uns so ein bisschen umschauen. In dieser Richtung können wir die Stadt wieder verlassen. Was haben wir hier? Wechselstube. Gib uns Münzen, wir geben dir Preise. Und hier haben wir die Spielhalle. Für die Sichtigen unter uns. Kriege ich hier eigentlich irgendwo einen Münzkorb? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, habe ich nicht. Wo kriege ich den da nochmal? Ah, okay, ich soll mir nebenan einholen. Alles klar. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Kriege ich hier ein? Ach nein, ich drücke immer zu schnell. Was gibt's denn hier überhaupt? Seidenschall, Großlinse, Zoomlinse, Metronom. Da steht noch nicht an der Beschreibung bei, wie gemein. Oh, Flammenwurf, Donnerblitz, Eisstrahl. Aber das kriege ich alles im Laufe des Spiels. Zum Glück. Donnerblitz finden wir, nachdem wir Surfer haben. Flammenwurf finden wir, nachdem wir Surfer haben. Und Eisstrahl bekommen wir nach dem 7. Orden. Dementsprechend müssen wir das hier nicht unbedingt kaufen. Okay, mach mal. Was hätte denn Nils für eine Kraftreserve? Käfer. Naja, okay. Und wo kriege ich jetzt meinen Münzkorb? Oder war das Gebäude nebenan, das da wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich war es das da. Aber auf jeden Fall, haben wir jetzt mal gesehen, was es hier für Preise gibt. Das ist ja auch was wert. Dann nehmen wir das Gebäude. Her mit dem Münzkorb. Hey du, achte auf die Münze. Dreh, 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 dreh. Rechts. Einen Münzkorb, yay. Du bist ein komischer Clown. Alles klar. So, aber in die Spielhalle möchte ich, wie gesagt, nicht, weil, brauche ich nicht. Bin ich so ein Suchti. So. Dann würde ich mal sagen, ich guck mal auf meine Level. Die sind jetzt nicht ganz so pralle.
Wenn ich mir so die Arena überlege, die haben da glaube ich Level 30 und die Arena ist echt nicht ohne. Ist eine Kampf-Pokémon-Arena, by the way. Ich denke, ich werde die Arena erstmal außen vor lassen. Denn, um es mal zu erklären, hole ich wieder die Karte hervor. Das mache ich in diesem LP bislang ziemlich oft, aber die Karte ist immer so praktisch, um das so ein bisschen zu zeigen. Wir sind jetzt hier in Schleierde. Hier haben wir eine Kampf-Pokémon-Arena. Mit einem Level von 30 ungefähr, bei der Leiterin. Hier unten haben wir Weideburg, da ist die nächste Arena. Eine Wasser-Pokémon-Arena, wo die Level höchstens bei 37 liegen. Und dieses Stück hier haben wir auch noch. Ich würde ganz gerne erstmal weitergehen, denn diese Arena hier ist gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, weil ich echt... Ja, ich habe Debbie und Michi, aber die halten jetzt auch nicht so extrem viel aus. Deswegen würde ich ganz gerne erstmal hier weitergehen und dieses ganze Stück hier abschließen. Beziehungsweise zumindest mir den Funkelstein hier holen, um Michi weiterzuentwickeln. Und dann würde ich ganz gerne die Arena von Schleierde machen. Dann habe ich garantiert schon Level 30 und auch ein Galagladi. Anschließend werde ich dann diese Route hier abschließen. Und dann gehen wir in die Arena von Weideburg, so der Plan. Denn ich werde mich jetzt ziemlich rumquälen hier in der Arena. Deswegen möchte ich ganz gerne erstmal weitergehen und die ganzen Trainer hier vermöbeln. Ich hoffe, da hat jeder Verständnis für, aber noch traue ich mich nicht an die Arena. Und jetzt stundenlang offscreen trainieren möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Vor allen Dingen, Michi ist nicht so stark als Kirlia mit Konfusion. Deswegen würde ich ihn ganz gerne erstmal weiterentwickeln, bevor ich in die Arena gehe. So, das sind so die Pläne für die nächsten Parts. Und damit würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Platin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.